Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatant zu einem neuen Part der Dwarf News. Neue Ausgabe der Dwarf News für den Monat Oktober müsste das jetzt sein. Die Ausgabe für den Monat Oktober. Wir spielen hier eine Strecke, wo ich denke, dass wir die noch nicht so oft in den Dwarf News hatten. Also eine Piste, die wir noch nicht so oft hatten. Und dabei geht es natürlich wieder um die aktuellen brandheißen Themen des aktuellen brandheißen Monats August. Ja, begonnen mit Super Mario Party. Das muss natürlich vermeldet werden als erstes Thema in diesem Dwarf News. Super Mario Party. Ein Projekt, das jetzt langsam, dessen Ende jetzt langsam in Sichtweite rückt. Zuvor, also vor diesem Part Dwarf News müsste ein Part, also gestern müsste ein Part Super Mario Party online gekommen sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Der Part 26. Super Mario Party. Und da sind wir jetzt ja gerade in den letzten Zügen des Pfades der Prüfungen und machen halt dort die letzte Herausforderung. Drei Parts benötigen wir noch für den Pfad der Prüfungen. Nach dem Pfad der Prüfungen ist das Ding dann erledigt. Haben wir das dann abgeschlossen. Dann haben wir den wahren Superstar festgestellt. Dann wird es noch einen Part geben, dem ich mir die Credits anschaue, mir so ein bisschen Grundlegendes anschaue, so ein bisschen was noch übrig geblieben ist, so ein paar Sachen sind da noch zu zeigen im letzten Part, und dann haben wir das beim 30. Part dann auch pünktlich abgeschlossen. Pünktlich zum 30. Part haben wir das Projekt dann auch beendet. Also ein Projekt, was im nächsten Monat sein Ende findet, was in abschaubarer Zeit endet. Da bin ich ja auch ganz froh, das beendet zu haben. Ja, haben wir es mal geschafft. Aber man sieht es ja immer nur mit einem, nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern auch mit einem lachenden Auge. War ja auch ein schönes Spiel, kann man ja so sagen. Hat sich bloß bei mir ein bisschen hingezogen. Was wahrscheinlich im Oktober nicht enden wird, ein Projekt, was schon auch seinem Ende langsam entgegengeht, aber wohl in diesem Monat noch nicht komplett beendet, aber weitestgehend beendet sein wird. Pokémon Let's Go Evoli. Ein doch relativ neues Pokémon-Projekt auf meinem Kanal. Die Parts, also das Ende ist da noch nicht so sehr abzusehen. Da haben wir gerade erst den 6. Orden. Was heißt erst? Da haben wir den 6. Orden bekommen. Neulich. Ich habe übrigens quietschbunte Reifen. Wollte ich mal anmerken. Super Mario. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, so sieht's aus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Erstmal nächstes Rennen. Der Regenbogen Boulevard. Übernommen vom SNES. Na super. Ja, Let's Go Evoli, da sind wir jetzt auch schon bald in der finalen Phase angekommen. Ewig dauert das auch nicht mehr. Aber in Hinsicht auf den 15. November, einige wissen schon, was da passiert am 15. November. Da
haben bestimmt einige eine Ahnung, welches Spiel da rauskommt. Und wenn nicht, sage ich es euch jetzt. Pokémon Schwert und Schild kommt am 15. November raus und ab dem 16. November, einen Tag nach Release, möchte ich das auf meinem Kanal bringen und werde das am Release Day schon spielen und den ersten Part vom Let's Play euch am Folgetag bringen und präsentieren. Dazu wird es nötig sein, dann Anfang November noch ein bisschen reinzuhauen, was Pokémon Let's Play Evoli angeht. Da ich dieses Projekt wirklich ganz gerne abgeschlossen hätte, bevor Pokémon Schwert und Schild beginnt. Aber dazu dann mehr in den November drauf muss. Was jetzt direkt die Oktober Dwarf News betrifft, ist ein Projekt namens Human Fall Flat. Und was jetzt nicht direkt zu Ende geht, dass da werden wir noch ein paar Parts in dem 4.5 Discord haben aus den Levels vom Workshop. Da gibt es also die Hauptlevel haben wir bald abgeschlossen, die einprogrammierten Hauptspiele, Hauptmaps von Human Fall Flat haben wir bald durch. Aber ich habe da noch natürlich einige neue Maps aus dem Workshop von Human Fall Flat vorgesammelt, die ich dann gerne mit dem 4.5 Discord, mit dem Mordi, mit dem Takiro, mit dem Inline und vielleicht auch mal mit dem Prof, der so oft mit dabei, zusammen spielen werde. Und dann steht natürlich in diesem Monat neben Super Mario Party, Human Fall Flat und dem Let's Go Evoli auch noch Ende des Monats ein kleines Event an. Ja, wer kennt es nicht? Ende Oktober ist natürlich wieder Halloween-Zeit angesagt und in der letzten Oktoberwoche, in den letzten Oktobertagen ist dann natürlich mein Kanal auch wieder dem Thema Horror gewidmet und dann wird es dann auch ein paar Halloween passende Let's Plays auf meinem Kanal geben, sodass auch das wieder nicht zu kurz kommt im Oktober. Da wird Luigi's Mansion 2, was wir ja seit Oktober 2018 pausiert hatten, für ein, zwei Parts wieder aktiviert. Das kann ich euch schon mal flüstern, dass das dann nach diesen ein, zwei Parts, für die mir das jetzt zum Halloween Special 2019 wieder reaktivieren, dass es danach dann leider, aber ja, so muss auch sein, dass es dann auch beendet wird. Da dieses Projekt jetzt schon seit einem Jahr auf Eis liegt und nie wirklich reaktiviert wurde und da im November ja jetzt ein großes neues Projekt ansteht, lassen wir das mal mit dem Reaktivieren des Projekts Luigi's Mansion und schließen das dann auch in aller Ruhe ab. Ein, zwei Parts wird es dann Ende Oktober noch geben zu Luigi's Mansion 2 und noch ein paar andere Überraschungen, damit zur Überraschung zum Halloween Special. Darauf könnt ihr euch freuen. Ja, schauen wir mal. Dazu will ich euch noch nicht zu viel verraten. Specials sind ja Specials, weil sie specialig sind. Ja, das auch. Aber
Die Freude liegt ja gerade darin, dass auch mal ein paar Überraschungen kommen, die nicht so sehr im Plan gewesen sind. Ja, und dann natürlich Randall's Money ist fleißig vorproduziert worden. Da habe ich einige Parts auf Lager und die kommen dann natürlich auch weiterhin in diesem Monat fleißig online. Ein Projekt, was jetzt gerade reinpasst, weil ich gerade Randall's Money erwähne, kann ich das auch mit dazu sagen. Deponia, Let's Play Deponia. Das Projekt wird dann für 2019, zumindest erstmal für Oktober und November, pausiert. Im Dezember ist ja dann eine ganz andere Geschichte. Da gucken wir dann im November nochmal drauf. Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, Dezember hat keine Draft News. Im November kommen die letzten Draft News des Jahres. Und da schauen wir dann nochmal auf den November und den Dezember drauf. Ja. Schauen wir mal, gucken wir mal, was mit Deponia noch so passiert dieses Jahr. Hyrule-Piste. Jo, genau, das wollte ich sehen. Das wollte ich noch spielen. Die Themen gehen uns langsam zu Ende. Habe ich eigentlich schon fast alles abgeklärt von dieser Draft News. Aber das ist jetzt noch mal spielenswert. Oh, hier haben wir Rubina. Na, das ist doch cool. Habe ich diese Map überhaupt schon mal gespielt? Den Draft News? Ich glaube nein. Kommt mir relativ neu vor, als hätte ich sie auch noch gar nicht gespielt. Ja, wie auch immer. Coole Musik im Hintergrund. Auf jeden Fall wird es von Randall's Money im Oktober, im November, wahrscheinlich auch, da kann ich noch nichts zu sagen, im Dezember einige neue Parts geben. Randall's Money, dann wird weiter gespielt, da kommen regelmäßig neue Parts online. Da ich das auch ordentlich vorproduziere, ich hau da mal gleich ganze Batzen an Parts draus. Also wenn ich einmal Randall's Money aufnehme, habe ich gleich 4 oder 5 Parts auf einem Stück aufgenommen. Das ist ganz praktisch dann. Dann habe ich das auf Lager und ist das relativ unabhängig von anderen Projekten und kann halt auch zu Pokémon Schwert und Schildzeiten noch kommen. Und ja, das hat dann halt wirklich keine Auswirkungen auf andere Projekte, oder genauer gesagt andere Projekte haben dann keine Auswirkung auf dieses Projekt. Ja, für Randall's Money Fans, für Indie Game Fans, vielleicht auch ein bisschen für die ist gesucht auf meinem Kanal. Ja, und was gibt's da noch zu sagen? Ein kleines Netztestchen. Netztest wird in diesem Monat noch, Ende des Monats wird's da noch ein kleines, ein oder zwei kleine Netztests geben, die wir uns gemeinsam angucken werden. Ein paar Spiele, die wir antesten werden in einem Netztest-Part. Ja. Und dann freue ich mich natürlich auf die Grusel-Horror-Parts, sofern Luigi's Mansion unter Horror zählen kann. Eher weniger, aber da wird es auch wieder ein bisschen Horror, also richtigen Horror von dem Kanal geben. Da lasst euch mal überraschen. Freue ich mich natürlich wieder auf die Halloween-Zeit. Sonst Horror bei mir eher nicht so sehr, nicht so gerne.
Aber zur Halloween-Zeit kann man sich das mal, kann man mal was Kleines machen. Ja, schauen wir mal, was der Monat noch so bringt. Das erstmal so die Planung, was so vor uns liegt, was ich geplant habe. Der Plan ist ja dann, die Realität sieht dann meistens sehr dicht am Plan aus. Also die Realität liegt meistens sehr dicht am Plan. Aber ja, ändern kann sich natürlich bei Plänen immer noch was. Habt ihr hier erstmal den Plan gehört? Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen und ja, man sieht sich in einem anderen Video, in einem anderen Projekt, in dem, was diesen Monat ansteht. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Habt einen angenehmen frostigen Tag. Man hört sich, man riecht sich, man spürt sich, man schmeckt sich, was auch immer. Und bis dahin, haut rein. Glückwunsch, da haben wir einen Pokal. Okay, alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao.